Moin moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Wir sind hier ja in diesen Ruinen von Majelka und Katakomben, genau, steht oben. Und ja, wir sind ja ein tollen Runenmeister, der mit Blitzexplosionen sehr schnell angreift. Und das ist wieder ein Bild, der ich wirklich mag. Also für mich ist der Keyspeed schon noch gut genug, um jetzt zu sagen, ja, der Bild, der macht richtig Spaß, den möchte ich weiterspielen. Klar, so Werbeer-Attacken und so waren mir ein bisschen zu langsam. Andere Builds sind aber auch sehr beliebt bei mir. Zum Beispiel, jo, auch Minion-Builds, wenn man nur halt mehr bessere Item hätte. Da ist es immer so, man bekommt recht schnell in die Monolithen und dann haben wir es immer schwieriger und ich habe einfach zu wenig Zeit, um dann dort immer schön zu farmen, dass wir stärker werden. Das machen vielleicht große Livestreamer, aber nicht kleine Let's Player. Kann man einfach nicht machen, das langweilt euch vielleicht auch zu sehr. Und ja, wenn ihr mir ein bisschen mehr unterstützen wollt, könnt ihr gerne einfach mit den Aufrufe, Dauer und so einfach mal kurz das Video laufen lassen, wenn ihr AFK geht oder so. Wenn es nicht interessant genug ist, aber das Spiel ist halt schon ein bisschen grindy, oder? Man kann leider als Let's Player halt nicht das immer zeigen, was ihr gerne sehen würdet. Aber ich schaue ja immer, dass ich das meiste auch nicht zeige, zum Beispiel das Hochleveln, was ihr schon gesehen habt, sich mal. Oder wenn es mal keinen Bosskampf gibt in den Monolithen. Das zeige ich natürlich schon. Nicht. Also ich merke ja, wenn es Spaß macht und wenn es nicht. Und ja, das ist einfach wichtig, oder? Dass ich da irgendwie nicht alles nicht falsch gelaufen. Ja, da ist die Kiste. Und ein Götzenschrein, sehr schön. Weil hier in diesem Moment spawnen sehr viele Götzen, die irgendwelche Zauber verstärken auf die größeren Götzen. Aber hier gerade nicht, okay. Das ist halt schon sehr wichtig. Das ist genau das gleiche, richtige E-Level. Also, ich wollte noch die Größe machen. Hier habe ich 3 von 3. Teleportieren wir uns nochmal. So, hier ist nichts mehr. Nochmal teleportieren. Es kostet ein bisschen Mana, aber es ist natürlich schon cool. Es ist wie ein Teleport, der sofort geht. Und ein Schild können wir auch manchmal machen. Genau. Also in einem Bosskampf hätte ich den Kettenblitz am liebsten, aber wenn man halt mit dem Schild auch casten muss, dann geht das wenig. Ja, im letzten Part habe ich mich ein bisschen gewundert, dass ich nur Blitze bekomme. Und das ist klar, man hat einfach diesen passiven Punkt nicht genommen und ja, ich bin einfach noch nicht so ready, um zu wissen, dass das wirklich nur ein Ziffer Punkt ist. Das war so ein bisschen komisch für mich, weil ich mich nicht erinnert habe. Jo. Man spielt halt auch sehr viel, also man hat sehr viel Ablenkung, bis man wieder so spielt. Und merkt es dann einfach nicht. Oh, schön, so ein Blitz. Werden wir selber getroffen? Ich habe gesehen, als einfach der Blitz wieder zurückgekommen ist. Alice heißt also auch uns selber, aber er macht bei uns gar keinen Schaden, oder? Oder nur Donnerschildschaden. Blitzschaden. So. Wir haben ja so viel Wort Generation. Oh, schön. Was alles schon möglich ist mit diesem Holzpartikeln und alles. Ja, wenn es realistisch aussieht, dann kann ich nicht. Also, ich kann es sehr gut auch noch mehr sehen. Ist natürlich anspruchsvoll für die Grafik halt und so. Aber so Physik-Sachen, die motivieren mich immer so sehr. Es ist aber wirklich, ja, zum Beispiel in Titan Quest war es so unrealistisch und so. Ich weiß nicht, in Grimdawn war es gar nicht mehr so heftigst, oder? In Last Epoch ist es wieder heftig mit den Physikspielchen.
Und so. Natürlich auch wieder sehr motivierend. Oh, schön. Immer schön, wenn man einen großen Gegner trifft. Ja, und wir sollten das öfters einsetzen, scheinbar. Jetzt verstehe ich so langsam, wie er so schnell und stark ist. Weil unser Cast Speed geht ja durch diesen Not auch wieder hoch, wenn wir das einsetzen. Lol. Er ist ja ganz voll, ja, so diesen Magma-Gestein geworden. Schön, also mir gefällt der Bild sehr. Ich bin froh über diesen Bildhersteller. Sicher auch einer, der wirklich sich auf Builds konzentriert, der so viel Zeit hat zu spielen, dass er wirklich die Builds auch machen kann. Ich habe ja mehrere Builds, jetzt auch einen, wo ich einen normalen Bären gehabt habe, gemacht, oder? Da musst du ja Beastmaster skillen. 5 Punkte, glaube ich. Ich habe auch Beastmaster genommen, damit ich da den Bären schneller machen kann, weil er zwar diesen Prankenhieb verwendet, aber sehr langsam. Das ist ein mega Boost, oder? Das freut mich immer so sehr, wenn man irgendwas findet, wo man noch benutzen kann, das andere nicht vielleicht. Ja, also Bärenbeets haben vielleicht schon viele gemacht. Aber sind viele vielleicht ein bisschen gelangweilt. Wollen. Also ich habe ihn noch, ich kann ihn noch echt zeigen, nur der dauert halt ewig, bis er oben ist, weil der Bär macht viel Schaden, der ist aber mega langweilig, also langsam. Und selber dann immer mit Prankenhieb anzugreifen, mit nicht mal die Hälfte vom Schaden und so, ist noch nicht so motivierend. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, ich werde nicht so warm mit einem langsamen Bild. Ich brauche langsam wirklich mehr Action in Last of Us. Mehr Geschwindigkeit. Vielleicht auch eben, weil ich halt bei den Empowered Monolithen endlich mal ein bisschen aufräumen könnte. Langweilt es mich auch am besten. Weil es noch nicht so schnell geht, aber dennoch möglich ist und alles. Jo, man ist halt langsam, wenn man nicht so viel spielt. So alle 3-4 Tagen mal eine Stunde spielen für 2 Aufnahmen und so. Ja. Ist natürlich zu wenig für Last Epoch, dass man wirklich weit kommt. Aber gut. Muss man da eingestehen, oder man macht etwas für die Mehrheit. Man tut Leute unterhalten. Ja, nicht immer Lust haben zu spielen oder so. Und deshalb das trotzdem sehr angenehm und schön. Auch wenn man nicht so schnell ist. Also ich weiß nicht, ich habe sicher bald wieder mehr Zeit. Kann sicher viel mehr Livestream wieder bald. Aber jetzt, ja, heute musste ich auch die Reise zu meinem Vater abbrechen. Ging es einfach zu schlecht, meinem Vater geht es auch zu schlecht. Ja, gehen Sachen nicht, oder? Da kann ich nicht aufnehmen und hochladen, es geht nicht. Und jetzt bin ich froh, dass ich wollte gestern Abend schon Last Epoch aufnehmen, aber die Ladezeiten waren zu hoch. Wir sind ja immer wegen den Serverproblemen am Abend, zu viele Spiele spielen. Einfach so mega überlastet, dann wartest du, dann hast du wieder ein Disconnect. Dann kannst du dich nicht mehr einloggen, weil es nicht mehr ladet. Oder bei einem Bosskampf, wenn du ihn besiegt hast, kannst du nicht durch das Portal. Das ist mir jetzt in den letzten paar Tagen ständig passiert. Und ja, ich möchte natürlich gerne jo, einfach Let's Playen können, wenn ich kann. Jetzt habe ich gestern so viel Sport gemacht, oder? An einem Sonntag. Damit ich einfach, jo, wieder mich fit fühle, wollte am Abend aufnehmen und dann macht Last Epoch Server so Probleme. Tja. So ist es. It happens. Ja, ja, dieser Sis.
Ich finde manchmal Sifs viel inspirierender, also nicht inspirierend. Das ist ein falsches Wort, ich will ja nicht ein Sif sein, sondern ich finde sie einfach viel cooler als die Yetis. Yetis sind fast ein bisschen zu wenig darstellerisch, oder? Das sind meistens einfach irgendwelche Shaolin-Mönche. Und ja, bin ein bisschen langweilig. Also Ahsoka, die mag ich sehr. Aber sonst, oder? Macht Star Wars eigentlich immer den Bösen irgendwie, ja, den Hype. Und bei den Guten sind manchmal langweilig oder nervig sogar. Also Manda. Da ziemlich gut. Wie heißt er nochmal, der Manda? Ah, oh, weiß ich das gerade nicht. Aber so zum Beispiel, Grogu, der Baby Yoda, der ist so ultra langweilig für mich. Wieso muss ein Hype um ein Baby gestickt werden und ihn immer zeigen, wie er guckt, wie er süß guckt? Das ist für mich absolut sehr mega langweilig. Ja, wieso rede ich jetzt eigentlich über Star Wars? Ich schaue eigentlich fast nie Star Wars. Weil ich einfach Mandalorian gerne gehabt habe und dann auch noch Boba Fett. Aber Boba Fett hat mich ein bisschen gelangweilt. Außer der Schluss, der war wieder cool. Andere haben ja gesagt, dass er nicht so gut wäre oder so. Das habe ich nicht so empfunden. Er war eher ein bisschen langweilig, weil man halt immer nur die Geschichten von früh gesehen hat und nicht irgendwas Neues. Vielleicht kommt eine zweite Staffel und dann sieht man auch, was er so kann und macht und alles Mögliche, aber ja. So Serien nur um irgendwas zu verstehen, das ist langweilig. Ich muss nicht alles verstehen. Ja, und wenn mal eine Serie von Last Epoch rauskommen würde, ich würde wahrscheinlich so. Dort würde es mir dann wieder weniger machen, das heißt mal. Ich hoffe einfach, dass der Entwickler gut wachsen kann. Und ja, aus seinen Fehlern auch ein bisschen lernt, oder? Das ist halt schon ziemlich. Wie sagt man dem? Er hat halt viele Bugs eingebaut und so. Ein bisschen schusselig. Ist das Wort. Und ja, ich habe wirklich noch zu wenig Geld, um jetzt ihn wirklich gut zu unterstützen. Also diese Supporter-Packs, ich bin kein Freund von Supporter-Packs. Ich würde lieber denen auf die Hand den Batzen geben und dafür nichts bekommen. Weil optisch, ich finde diesen Baby-Drachen hier viel schöner als der ausgewachsene Drachen. Vom Meister Supporter-Pack. Und dafür gebe ich nicht 25 oder 30 Euro aus oder so. Das ist ja das ganze Spiel, also. Also als diese jetzt hier angekündigt wurden, rausgekommen sind, ich habe gerade gleich gesagt, nein, das kaufe ich mir nicht dazu, das mache ich nicht. Aber andere wollen halt auch etwas Gutes tun. Ja, ich mache es natürlich mit den Videos und ja, mit dem Interesse wecken. Das reicht, oder? Also wenn ihr etwas wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dann kaufe ich es auch. Aber so. Ja, Unterstützerpaket, wo das meiste wirklich hässlich ist. Ich sag nur hässlich. Das ist wirklich hässlich, vor allem dieser Fuchs da. Der Fuchs. Jetzt muss ich gerade mal sehen. Ich habe den gar nie gesehen. Gibt's den überhaupt schon? Ja, gibt's schon. Der ist halt einfach pink, oder? Für mich ist pink. Also, ja, Mitternachtspink oder so. Sehr schön, aber normales Pink ist für mich hässlich. Ich bin ja ein Mann. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Pink als eine schöne Farbe empfinden. Vom Aussehen wirklich auch nicht. Gerade wegen dem Aussehen. Für mich ist rosa oder was gibt es noch für weibliche Farben? Violett. Wie schön. Was Pink. Das ist jetzt wirklich etwas zu feminin und nervig zum Ansehen. Ja.
deshalb nichts für mich, aber das nächste Supporter-Pack, vielleicht schon in 3 Monaten mit der nächsten Liga, würde ich dann gleich kaufen. Muss ja auch denen mal wieder ein bisschen Geld geben. Also seit dem 1. Mai 2020 nicht gemacht. Jo. Und ich dachte wirklich, das Spiel sei noch so unfertig damals. War es auch ein bisschen, aber es hat so viel Spaß gemacht. Ich musste spielen. Hätte ich es früher schon begonnen, hätte ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Interesse. Aber ich wäre sicher wieder zurückgekommen. Jetzt am 21. Februar, oder? Sicher. So. Ja, so langsam bekomme ich auch ein bisschen Kopfschmerzen über. Ich sollte vielleicht nicht immer so viel aufnehmen, wenn ich krank bin, oder? Oder einfach sehr erschöpft bin. Aber diese Nervenkrankheit, wenn ihr irgendwelche Sachen macht, wie aufräumen dran, oder Wäsche macht, ihr seid immer so mega müde dann. Einfach ein paar Stunden später erst, aber ja. Und das liegt einfach daran, dass die Nerven viel zu müde werden, viel zu sehr sich angestrengt sind und das führt halt zu Schmerzen und so. Ja, ich kann nicht mehr arbeiten und so. Und das ist ja auch der Grund, wieso ich keine Arbeitstätigkeit machen kann, auch wenn ich nur programmieren würde am Tisch, oder? Und dann habe ich auch eben so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt lange livestreame, dass ich mich zu schlecht fühle. Aber sollte mich ja nicht so aufhalten. Ich muss es ja nicht täglich machen oder so. Ich möchte einfach wieder mehr die Spiele genießen können und nicht so angestrengt sein. Dann geht's auch. Also ich mache es immer so, dass ich halt schaue, dass es euch Spaß macht, wenn ich merke, ja, die Leute haben nicht mehr so viel Lust. Dann muss ich ja nicht mehr weiter streamen, oder? Dann tue ich mich lieber regenerieren. Genau, dieser Not haben wir jetzt doch gebraucht. Weil so mehr als 2 Stunden spielen schon sehr anstrengend sein kann. Das merkt ihr vielleicht nicht, weil ihr vielleicht auch gesund seid. Ja. Stoß. Ja, was machst du hier oben, Shit? Das ist auch noch ein Bug. Oh, Shit. Mauer, du blöder Lolli, du. Man erzählt manchmal Sachen. Ja, wenn man unkonzentriert ist, dann. Spiele können hat sich schon sehr rein. Die Unkonzentration passiert ja auch sehr viel. Aber das Beste ist, ich habe diese Schmerzen nicht, wenn ich auch ein bisschen belohnt werde. Wenn die Leute sagen, wow, danke schön, dass du das streamst, oder ey, es macht viel Spaß mit dir und so. Nur es gibt es auf YouTube vor allem echt nicht mehr. Die Leute kommen her und sagen, hey, wieso ist das Video so langweilig? Ja, wieso bist du denn so anspruchsvoll? Wieso schaust du ein Video, wo du siehst, ja, ein Game, das du schon Ewigkeiten suchtest, muss dich noch gefallen? Ist ja klar, dass man nicht immer ständig irgendwie auch etwas Spaß haben will in den Games. Und auch mal etwas machen muss und so. Und das ist meistens halt dann das Doof, oder? Man wird kritisiert von etwas, was man eigentlich gar nichts dafür kann, oder? Also ich würde denen lieber empfehlen, halt ein Spiel zu entwickeln, was nicht so langweilig ist. Fertig. Ich bin ja auch immer ein bisschen am Spiel entwickeln. Ich kann zwar nicht viel Zeit investieren, und deshalb sind die Spiele auch nicht so schnell fertig oder so. Aber jo, ich tue auch nicht jeden Mist dann veröffentlichen. Öffentlich ist dann, wenn ich natürlich sehe, ja, das Spiel wird den Leuten auch sehr viel Spaß machen. Aber wenn ich mein Entwicklerstudio hätte, ja, und die Leute halt auch ein bisschen befehlen darf, dann wird daraus ein Knaller wahrscheinlich. Nur es geht einfach nicht mehr. Spielentwickler zu sein ist eines der schlimmsten Jobs auf Erden. Schlechte Löhne, viele Überstunden. Dann musst du auch die ganze Zeit Werbung einbauen, was die meisten wahrscheinlich nie machen würden oder wollen. Da fühlt man sich einfach auch von den
ja, Konsumenten dann ein bisschen enttäuschend. Das ist alles nicht motivierend, deshalb sind wahrscheinlich viele Spiele mit großer Werbung und vielen DLCs und so gar nicht mehr beliebt, oder? Die Leute machen es nicht mehr mit. Du willst ja spielen und nicht kaufen. Und dann wirst du halt immer abgelenkt, oh, du musst dieses Spiel kaufen, musst du dieses Spiel kaufen. Das führt dann auch wieder dazu, dass man es weniger spielt. Und wahrscheinlich dann wieder weniger kauft. Das ist der Rhythmus, oder? Lieber ein Spiel entwickeln alleine, dann einfach das Geld auch alleine haben, als ein Megaspiel machen, was viel langweiliger ist, als würde es man alleine machen. Deshalb haben Indie-Entwickler auch so viel Erfolg. Jetzt hat es einfach Last Epoch ein bisschen falsch gemacht. Sie haben Tencent ein paar Rechte gegeben oder Anteile und sind selber zu stark gewachsen, oder? Um 30, nein. Also sie sind sehr stark gewachsen im letzten Jahr. Auf jeden Fall viel zu schnell. Und jetzt brauchen sie so Ewigkeiten, bis wieder ein Patch rauskommt und im Sommer kommt wahrscheinlich dann gar kein Endgame-Patch mehr. Es wird wahrscheinlich mehrere Ligen gehen, bis dann wieder ein großer Patch kommt. Weil sie ständig meinen, sie müssen das und das einbauen, was gar nicht mal so spannend ist. Also ich rede jetzt nicht vom Falconier oder vom Warlock, sondern ich rede jetzt zum Beispiel von grafischen Verbesserungen und vielleicht ein bisschen Schamane-Überarbeitung von Unix, die meistens Müll sind und so Sachen. So Sachen, oder? Oder der Itemshop wurde ja jetzt in mehreren Patches, so Hotfixes, eingeführt, gebaut und alles Mögliche. Das sind Sachen, die eigentlich gar nicht so nötig sind. Aber dafür einfach schneller die Content-Patches, bitte. Und da ist ja jetzt wirklich nicht viel gekommen, leider. Was ist gekommen? Nix. Es ist gar nichts gekommen. Seit dem 1. März oder so, wo Akt 9 gekommen ist, ist eigentlich nichts mehr gekommen. Ist der überhaupt dann gekommen oder ist der schon früher gekommen? Weiß ich gar nicht mehr so richtig. Das ist für mich einfach enttäuschend, wie die Entwicklung vorwärts geht. Weil früher kamen schneller Patches und größere Patches und jetzt in der Vollversion nicht mal viel. Zwei Charakterklassen. Ja, die schaut man an, die spielt man vielleicht auch ein bisschen länger oder so, aber es ist nicht irgendwas, was wirklich zeigt, jo, jetzt ist Vollversion da, jetzt hat man den Spaß. Es ist nicht so. Die Vollversion hätte die zwei Akte 10 und 11 dabei haben müssen. Haben sie nicht geschafft. Also wenn im Sommer Endgame kommt, kommen die zwei Akte, klar. Aber sie wollen wie, jo, die neuen Items halt wirklich nur haben in den Echos und so, wenn halt die Akte auch die Items bringen, oder? Die Skins. Und dann die verbesserten Versionen dann, die wahrscheinlich fast gleich aussehen, dann wieder in den verschiedenen Monolithen dropbar machen. Nach einem bestimmten Level. Und ja, da es nur ungefähr so alle 10 bis 20 Level immer neue Items gibt, ist das immer noch ein bisschen langweilig. Man hat nicht so das Gefühl, ja, man hat wieder das Recht, weil ein neues Item droppt, sondern, oh, sind wir jetzt wieder in diesem Level, wo jetzt es droppt? Oh, ich freue mich gar nicht. Ich habe nur das Gefühl, ja, ich kann wieder ein bisschen weiterkommen mit diesem Item. Aber so richtig die Freude, auch von den Legendaries oder so, bis man die endlich mal holen kann und dann auch falsche Werte hat und so, das ist nicht motivierend genug. Das ist eher so, ja, ach, endlich mal wieder weiter, aber ich freue mich gar nicht so sehr. Für neue Spieler natürlich motivierend, aber so für große und B-Spieler nicht. Und ich rede ja eigentlich mehrheitlich über die, also wenn ich das so erzähle. Ich weiß nicht, wie ich etwas sagen kann über Neulinge. Neulinge sind meistens überfordert. Wissen nicht, wie das geht. Die bekommen das gar nicht mal so fest mit, wenn sie nicht mehr spielen und mehr lernen. Mal ein paar Sachen selber rausfinden und so. Ist ja auch immer so das
das Blöde im Chat, oder? Es werden Fragen hunderttausende Mal hintereinander gepostet. Wie drückt man? Wie klickt man? Gestern ist einer gekommen und hat gesagt, wie klickt man? Ja, klickst du nicht auf das Spiel, wenn du das Spiel startest. So Sachen, die hat man vorne im Tutorial, das sind ein paar Textboxen. Ich weiß, ist ja nicht das Beste, aber man hat, glaube ich, mit der H-Taste oder so diese Hilfe. Und dort steht alles drauf. Ein bisschen mehr lesen, wäre nicht schlecht. Und könnte man auch sehr schnell zu einem Amateur bis Profi werden. Aber, jo. Es gibt wahrscheinlich immer mehr Leute, die das Spiel einfach kurz anschauen und denken so, sie müssen alles sofort, ohne viel zu überlegen, spielen und dann wieder das nächste Spiel verwenden oder so. Und das ist jetzt momentan vor der 1.0 halt häufig der Fall. Eine ganz blöde Frage, wie kann man den Schwierigkeitsgrad erhöhen? Man kann den Schwierigkeitsgrad nicht erhöhen. Man muss es spielen mit, ja. Ich befürchte ja mit Absatz. Gut. So Sachen. Und ich bin halt manchmal wirklich am Charakter leveln und kann dann wirklich sehr viel posten. Und wenn man so viele Fragen beantwortet, fühlt man sich halt wie ein Depp als Profi. Oder als angehender Profi. Also so gut bin ich ja noch nicht. Also schon ziemlich ein Profi, aber noch nicht so weit, dass man. Und dann wollen immer ständig Leute einen Boss erledigt haben. Wieso muss man immer jemanden haben, um einen Boss zu erledigen? Wieso kann man nicht einfach nur noch kurz ein bisschen Items suchen oder ja, es nochmal probieren, bis man ihn schafft? Nee, man muss halt schon richtig halt Leute nerven in den öffentlichen Chat. Dann. Der taucht immer auf, den kannst du nicht deaktivieren, der Bug ist immer noch drin, dass er sich nicht ausschalten lässt. Ja. Kann man nicht so viel, aber das ist eines der nervigsten Sachen, die es so gibt. Wenn man einfach mit Reizüberflutungen gespammt wird unlinks. Das hat auch immer etwas, was man wieder dann kurz schaut, oder? Vor allem die Items, oder? Das kosten immer Leute Items. Die muss man irgendwie anschauen. Ich will nicht anschauen, ich will mich manchmal auch nicht spoilen lassen. Ich habe mehrere Unix noch nicht gefunden. Ja, dieses eine Amulett da, wo ich jetzt nicht weiter betitle, aber das große, gute Amulett. Ich habe es noch nicht gefunden. Ich will nicht ständig dieses Amulett dann im Chat haben, oder? Aber gut, wenn sie das halt unbedingt zeigen wollen, dann muss ich halt einfach sagen, ja, ich schaue es mir nicht an. Aber dass der Entwickler einfach nie, wirklich nie drauf reagiert. Nichts etwas hotfixen. Vielleicht nur ein paar Sachen, die wirklich schlimm sind oder wo ich eigentlich auch immer sehe, das braucht man gar nicht. Das hotfixen sie, oder? Aber das Wichtigste. Ne? Viele Unix wieder gefunden und alles wahrscheinlich viel zu schlecht. Von den Werten her. X-Max-Roll. Also einer hat gesagt, diese Götze, die ich habe, ich kann sie gleich nochmals zeigen, die wäre so ultra selten. Also ich habe mega Glück gehabt, dass ich die gefunden habe. Ich persönlich sage jetzt dazu nicht viel, weil ich jetzt nicht unbedingt so ein Sammler wäre, der unbedingt so mega angeben müsste, oh, ich habe das gefunden. Aber ist doch cool, oder? Ich hab mal das gefunden, was ultra selten ist. Schön. Ja. Aber ich habe sie nie verwendet. Oder ja, vielleicht nur bei einem einzigen Beet. Mal kurz verwendet. Weiß nicht, welchen Beet braucht so viel HP? Der Ding, der Totenbeet. Der braucht so viel HP, weil man dann immer One-Shot war und so. Ja. Aber sonst habe ich den nie verwendet. Ich finde, HP ist eine Art, ein Wert,
Der zeigt nur auf, ja, du kannst jetzt vielleicht noch einen Schlag mehr mal irgendwie kleine Prozenten aushalten, aber es ist zu wenig, oder? Also das HP alleine schützt einen nicht genug oder macht nicht genug Damage Reduce. Es macht einfach, ja, es macht eigentlich gar keinen Damage Reduce, aber du hast mehr Leben und deshalb kannst du einfach mehr aushalten, oder? Und andere Werte sind für mich wichtiger. Wenn halt die Items nicht so spawnen, dass sie die guten Werte drauf haben, sondern macht's nichts, oder? Da verzichtet man eher auf HP und spielt halt einfach ein bisschen vorsichtiger oder so. Es ist für mich nicht so ein dominanter Wert. Also im Endgame natürlich dann, aber bis ich so weit bin, ist HP noch nicht ganz so wichtig. Also ich werde ihn vielleicht bei diesem Magier noch benutzen können. Er ist aber hoch und wir haben Breiten, also wir haben längere, also Höhensenkrechte. Und dann geht der wahrscheinlich nicht noch rein. Oder vielleicht sogar besser rein. Stimmt. Da wir immer höher, also mindestens drei höhere haben, 3 und 4. Geht da vielleicht noch ein HP rein, aber ich glaube es ist Void. Also es ist leeren Widerstand, der das macht, also den wir noch brauchen. So, haben wir hier ein Ding endlich? Ja, später, okay, machen wir noch ein bisschen länger. Dieses Gebiet ist halt wirklich manchmal ein bisschen broken wegen den Bogenschützen. Also wegen diesen Armbrustschützen, die machen sehr viel Schaden, wenn ihr nicht genügend Physical Resistance habt. Später sind sie zu leicht, also wenn ihr mindestens 40% Physical Resistance habt, machen sie viel weniger Schaden. Die Chance für Blicksex, genau. Die auch nochmals und die 2 Elifizierungsstapel. Ich habe ja genug Elifizierungschance. So, hier ist 8 Punkte Bonus. Okay, gehen wir nachher 8. Und dann müssen wir beim Sourcer noch ein paar Sachen holen, damit wir auch Blitz Penetration haben drauf. Also für mich wirklich einer der motivierendsten Bates. Ich bin schon bei Dungeon Siege 2, das war 2006, extremst motiviert bei Blitzmagiern. Da war im zweiten Akt war dann so eine Zauberin, eine Elfenzauberin, die hatte so Blitzzauber. Da habe ich die Blitzzauber genommen. Ich habe selber immer Schattenschaden gemacht. Im ersten Teil habe ich immer gerne Feuerschaden gemacht. Und im zweiten, das Switch-Teil, habe ich dann immer Schattenschaden gemacht. Beim ersten auch nicht so viele Schattenspace gab, glaube ich. Fast gar keine. Ja. Aber Schatten sieht wirklich cool aus in diesem Spiel. Dungeon Siege 2. Ja, ist leider nicht so gut entwickelt worden. Es gab ein Add-on, das nicht gut ankam, aber sonst kam nicht gar nichts, oder? Und ja, gemoddet wurde auch nicht so viel. Gibt übrigens ein mega guter Hotfix-Patch, wo alles Hotfix noch einfügt. Mehrere Sachen, die wahrscheinlich als Zeitprobleme nicht eingefügt wurden. Und so. Jo. Sachen dazu motiviert mega, aber ist auch viel, viel härter. Der Schwierigkeitsgrad geht schon sehr fest nach oben. Jo. Da jetzt momentan Wolzen Probleme macht, werde ich vielleicht das als Let's Play beginnen. Jetzt, wo auch momentan Skyrim nicht so weitergehen kann, wegen einem Schwierigkeitsgrad-Bug. Der wird immer resettet auf die niedrigste Schwierigkeitsgradstufe, das will ich nicht. Mache ich jetzt einfach mal, glaube ich, Skyrim Pause, bis ich das gefixt habe. Oder ich verwende einfach nicht viele Mods. Und ja. Dankeschön fürs Zusehen, hat Spaß gemacht wieder. Und freut mich, dass es wirklich jetzt dann losgehen kann mit der 1.0. Also ich werde es sicher suchten,
Mal schauen, wie es mir geht. Und wenn ich mal nicht da bin, werde ich wahrscheinlich mal ins Krankenhaus müssen. Da muss analysiert werden. Ja. So Sachen. Und ich brauche eine andere Wohnung. Also ich muss ruhiger leben können. Ich gehe nach Madeira in eine Luxusvilla. Hätte mir gehört. Nein, kein Problem. Aber ja, irgendwo, wo es ruhig ist. Weil der Verkehr und die Fasnacht momentan, der Umzug, also Karneval, das war extremst laut für mich und deshalb habe ich ja nicht so viel gelivestreamt. Ein paar Videos gemacht, als es ruhig war, aber sonst nicht viel. Richtig viel Word Generation. So, also dann, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.